Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Wuhu! Auf nach Windhafen. Der arme Vogel. Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen und dann noch unser Schiff geschlossen. Woher kennst du eigentlich meinen Namen? Wenn du das Feuer unter den Boilern wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Wenn du das Feuer und... Ja, okay. Hat er gerade gegähnt? Los, mach nochmal. Ja, so ungefähr, okay. Ich muss mal sagen, ganz ehrlich, so Windhafen ist eines der Level, die ich nicht wirklich mag. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also, doch zum Teil schon. Oh. Hi. Entschuldigung, das wollte ich nicht, kleine Muschel. Naja, also viele der Nebenquests hier in diesem Level sind einfach habä. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Einfach nur habä. Geht doch. Haha! Das wusste ich doch noch, dass hier hinter noch so eine komische Grinsemine ist, sag ich mal. Wolltest du etwa mit der Muschel kämpfen? Also wirklich. Der hat mich nie gekriegt. Ach Mensch. So, wenigstens war hier direkt wieder so eine komische kleine Muschel, dessen Lebensenergie ich klauen konnte. Wahaha. Die Landratten haben den ganzen Hafen mit Stachelminen übersät. Oh. Na, wenn du sie wegräumst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Venusmuschel gefunden habe. Okay. Kann ich machen, habe ich nichts gegen. Haha. Ach, das ist ja noch eine. Gut, schießt man noch eine Runde weiter. Jawohl. Na los. Okay, das war's dann hier auch, glaube ich, erstmal. Na, lass mich vorbei. Hatten wir diese Musik nicht auch in Spyro 1? Fragezeichen.
so bei Treetops oder so zum Beispiel, gerade in diesem komischen Sumpf-Level-Hauptwelt-Dingens. Also es erinnert mich doch schon ziemlich stark irgendwie daran. Na, sieh mal, einer da. Hier sind ja noch weitere... Ach, komm schon. Ach Mann, und es ist echt schwer, sie zu treffen. Ach komm, das war doch eigentlich ganz gut. Oder bin ich zu niedrig? Ach, das war... Na, falsches Timing. Jawohl. So. Danke, Spyro. Hier ist die Kugel, die ich dir versprochen habe. Es tut mir leid, wenn immer noch Muschelsaft dran ist. Ach, das ist schon okay. Gib einfach und ich bin glücklich. Thank you. Lieber Pelikan oder was auch immer du bist, aber ich glaube, es ist ein Pelikan. Auch cool, hier solche fliegenden Schiffe zu haben. Da kommt man sich ja schon vor wie in Peter Pan. Sollst nicht trinken hier? Sollst aufpassen. Die trinken sich hier echt erstmal einen. 14 und ich habe 9. Okay. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich wirklich jeden einzelnen Gegner hier. Was kommst du hier denn so angehüpft, hä? Schätzelein. Ach ja, Feuerchen anzünden wie damals. Wo hatten wir das noch genau? Das war doch bei... Schon in der ersten Hauptwelt, Hollow Knight oder so ähnlich. Aber hier, hoffentlich schaffe ich das, weil hier sterbe ich öfters mal. Ach, okay, hat geklappt. Na warte, dich kriege ich. Ich hätte ihn schon fast gerade überholt. Upsala. Das hier ist auch ein bisschen fies gemacht. Ich muss jetzt wirklich erstmal zurückgehen, um halt jetzt noch dieses Ding nutzen zu können, was ich jetzt erst aktiviert hatte. Wenn ich hier jetzt die Feuer anzünden würde auf beiden Seiten, würde sich diese Plattform ja erheben und ich würde hinterher definitiv nicht mehr zurückkommen. Deswegen, das ist schon verdammt fies eigentlich. Wenn da jetzt so ein Kind nicht dran denkt, dann fragt sich das auch so, Mann, warum komme ich nicht zurück? Ich sterbe immer. Deswegen, das haben sie ein bisschen blöd bedacht. Glück, dass du vorbeigekommen bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder, die ich für die Reparatur brauche, liegen auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf diesen Wagen springen und sie holen? Na klar. Das ist echt nicht leicht. Aber da ich das ja schon so ein paar Mal gemacht habe, hier kenne ich mich ja einigermaßen gut damit aus.
Oje, 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 oje. Hier macht man was mit, sag ich euch, ey. Jawohl, okay. Ah, es fehlen immer noch welche, verdammt. Wo muss ich denn jetzt lang? Fragezeichen. Ach ja, stimmt, hier war ich ja noch nicht. Ah, geschafft beim ersten Mal. Yay! Das war gute Arbeit, Spyro. Nun kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für dieses Ding habe ich in meinem Werkzeugkasten keinen Platz mehr. Sehr schön, danke. Hätte ich es nicht geschafft, hätte er so gefragt, Probleme mit dem Wagen, was? Ich glaube, ich muss ganz an den Anfang auch zurück. Kann das sein, dass da jetzt auch noch ein paar Edelsteine rumliegen? Ich glaube, ja. Na, ich warte lieber das nächste Schiff auf. Ab, nicht auf. Was rede ich hier? Na los. Fahr los. Fahr los. Beziehungsweise flieg los. Weil irgendwie. Na, Hilfe. Also mir fehlt auf jeden Fall noch was. Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Edelsteine auf jeden Fall dann jetzt abgeblieben sind, wo ich da vorhin was abgeschossen habe. Deswegen. Ich glaube, ganz am Anfang liegen jetzt halt auch welche. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ah ja, tatsächlich. Mehrere Zehner sogar. Wäre doch ärgerlich gewesen, die hier zu lassen. So, und ganz am Ende liegen noch ein paar Edelsteine, deswegen, dass wir es noch nicht alle haben, ist ganz normal. Ich hoffe nur, dann habe ich ansonsten keine übersehen, weil sonst wäre das ein bisschen blöd. Hier bin ich auch mal öfters gestorben, weil ich einfach zu beschissen auf diese Schiffe gesprungen bin oder springen wollte. Weil getroffen habe ich ja dann nicht. Hui! Hui! Auch schon wieder die Pfote mit nach vorne bei den Sprüngen, so nach dem Motto, yeah, ich bin der Superheld. Bist du ja auch. Jawohl, ja. So. Genau, dann hebt sich das Boot nämlich hoch in die Lüfte und alle sind glücklich. Danke, dass du unser Schiff wieder flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf Zephyr starten. Nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Quark der Windbauer. Sehr geiler Name. Na heiß. Keiner wird verschont von euch. Mann, habt ihr mich gerade erschreckt mit euren lauten Geräuschen hier. Wie könnt ihr es wagen, so laut zu hopsen? Wirklich, Frechheit, also wirklich, das geht doch nicht.
Aber gut, Leute, dann haben wir auch dieses Level jetzt erfolgreich abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, beende ich hier den Part und ich denke auch mal meine Aufnahmesession sogar für heute, oder? Aber wir können uns ja noch ein bisschen in Herbstfeld eben umschauen. Vielleicht entdecke ich hier noch ein dunkles Level, was für heute gut passen würde irgendwie. Warum so umständlich? Warum kann man nicht in einem hochklettern? Glut. Das klingt schon verdammt heiß. Obwohl, ja stimmt, hier ist doch noch ein sehr düsteres Level. Ja, das ist auch extrem düster und beschissen. Ich kann es auf den Tod nicht leiden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Aber naja, gut. Ja, dann werde ich doch erstmal nur den Part beenden und hier in Bruchhügel mich im nächsten Part umsehen, wo wir auch noch nicht alles machen können, weil uns wieder eine weitere Fähigkeit dafür fehlt. Bin ich nicht böse drum, dadurch müssen wir eine beschissene Mission weniger machen erstmal, aber naja. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wir sehen und beziehungsweise hören uns, Heißbugs, beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!